Grüßt euch Leute, willkommen hier bei DA Game Talk zu unserem dritten Tutorial. In diesem Tutorial zeigen wir euch, wie ihr bei eurer PlayStation 3 die Festplatte auswechseln könnt, beziehungsweise wie ihr die alte ausbaut und eine neue einbaut. Wir werden euch das Ganze in drei etwas längeren Schritten erklären, also gut aufpassen und viel Spaß beim Anschauen. So, als allererst zeigen wir euch jetzt unter Systemeinstellungen unsere Systeminformationen. Und zwar als kleines Beispiel haben wir jetzt nur noch um die 7,5 GB übrig und wir brauchen langsam mehr Speicher. Und als allererstes, bevor ihr eine neue Festplatte einbaut, geht ihr auf Datensicherungsprogramm und sichert eure Daten auf eine externe Festplatte. Ihr schließt einfach eine externe Festplatte per USB an eure PlayStation 3, sichert die Daten und damit ihr dann, wenn ihr eine neue Festplatte in die PS3 einbaut, eure Daten ganz normal wiederherstellen könnt und die dann auch wieder nutzen könnt. Und ja, das macht ihr als allererstes, ist sehr wichtig. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Schritt. Als nächstes kommen wir zum Ausbauen und Einbauen der jeweiligen Festplatten. Dafür müsst ihr als erstes die Verschlussklappe lösen. Diese haben wir schon gelockert. So, wir nehmen die jetzt heraus. Und jetzt seht ihr hier die blaue Sicherheitsschraube. Bei der müsst ihr wirklich vorsichtig sein, wenn ihr die herausschraubt, da diese sehr empfindlich ist. Machen wir das jetzt einfach mal. So, wenn ihr das getan habt, könnt ihr jetzt die Festplatte an der Befestigung langsam herausziehen. So. Und ja. Hier ist die alte Festplatte und hier ist das Gehäuse. Ihr müsst dann diese Schrauben hier lösen und ja, holen wir mal unsere neue Festplatte. Und zwar im Vergleich ist das die alte Standard-Festplatte mit 80 GB und das ist eine WD Western Digital Festplatte mit einer Speicherkapazität von 320 GB. So, jetzt kommen wir zu den Festplatten und ein paar wichtige Informationen, die ich jetzt sage, auf die ihr achten müsst, wenn ihr eine kaufen wollt. Und zwar müsst ihr beim Kauf darauf achten, dass es eine SATA-Festplatte ist, dass sie eine maximale Größe von 2,5 Zoll hat und eine maximale Bauhöhe von 9,5 mm. Alles, was größer ist, passt nicht in das Gehäuse. Darauf müsst ihr achten. Das war das. Jetzt kommen wir zum Einbauen und Ausbauen von der alten Festplatte und Einbau in das Gehäuse hier. Und zwar haben wir die Schrauben schon ausgemacht. Das ist jetzt die alte. Und wir machen jetzt die neue Festplatte rein. Darauf müsst ihr achten, dass das so herum ist. Ihr müsst gleich ein bisschen fester drücken oder ruckeln, dass es hier reinpasst. Und so, wenn wir das drin haben, seht ihr, so herum, hier ist der SATA-Anschluss, weil ihr es ja so rein macht. So, jetzt mache ich die Schrauben alle wieder rein. So, jetzt haben wir die neue Festplatte in das Gehäuse eingebaut. Und ja, wir werden jetzt die Festplatte in die PS3 einbauen. Dafür müsst ihr die in die Öffnung hier reinschieben, die Festplatte, vorsichtig. Und müsst darauf achten, dass ihr die richtig reindrückt, da das, die Klappe hier dann nicht zugeht, also nicht da drauf passt. Und ja, hier die Sicherheitsschraube und die schraubt ihr vorsichtig rein, da diese, wie gesagt, sehr empfindlich ist. Und ja. Ihr müsst nicht mit Gewalt reinschrauben, ganz locker. Und so, es reicht. Und zum Schluss müsst ihr vorsichtig die Klappe drauf machen. Und dann habt ihr die Festplatte eingebaut. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr gleich. Zum letzten Schritt müsst ihr dann die PlayStation 3 Update-Datei herunterladen, die Firmware, damit ihr dann auf der neuen Festplatte das PlayStation 3 System wiederherstellen könnt. Und ja, ihr könnt das Update von der offiziellen PlayStation Seite herunterladen. Der Link steht in der Beschreibung. Und ja, jetzt kommt es darauf an, wie ihr den Ordner erstellt. Ihr macht einfach einen neuen Ordner mit dem Namen PS3. Muss groß geschrieben werden. Und in diesem PS3 Ordner macht ihr noch einen neuen Ordner mit dem Namen Update. Auch groß geschrieben. Und in diesen Ordner Update fügt ihr dann die PlayStation 3 Update Datei ein. Und ja, dann habt ihr diesen Ordner, PS3, den könnt ihr dann einfach auf einen USB-Stick drauf kopieren und diesen USB-Stick schließt ihr dann an die PS3 an und dann installiert ihr einfach das Update auf der PlayStation 3.
So, und abschließend zeigen wir euch jetzt unter Systemeinstellungen nochmal unsere Systeminformationen. Und zwar könnt ihr jetzt sehen, dass wir jetzt 263 GB haben und nicht volle 320 GB, da das PlayStation 3 System noch ein paar GB beansprucht. Und ja, als nächstes müsst ihr dann nochmal auf Datensicherungsprogramm gehen und die externe Festplatte anschließen, auf der ihr die Daten ja vorher gesichert habt. Und dann könnt ihr die Daten ganz normal wieder herstellen auf die neue Festplatte und ihr könnt eure alten Daten ganz normal wieder nutzen. Und ja, es besteht kein Garantieverlust, sofern ihr noch Garantie habt. Also ihr könnt ruhig die Festplatte austauschen und ja, es ändert sich auch nichts an der Garantie. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich sag dann mal abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und bis dann.